Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Eckdaten des Einzelplan 02 wurden bereits ausführlich dargestellt. Wir haben erfahren, dass es einen Anstieg der Mittel im Bereich Wissenschaft, Forschung und Technologie geben wird. Und das ist auch wichtig, denn unsere Hochschulen brauchen zusätzliche Mittel. Ich werde mich auf den Bereich Wissenschaft und Forschung am Campus Homburg beschränken. Am Campus Homburg werden jedes Jahr zahlreiche Studierende zu Medizinerinnen und Medizinern ausgebildet. Das UKS steht für Patientenversorgung auf höchstem Niveau und für innovative Forschung. Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt zeigen wir, dass wir den Campus Homburg weiterentwickeln wollen. Deshalb werden die Mittel zur Unterstützung der medizinischen Fakultät um 1 Million Euro aufgestockt. Darüber hinaus sind Mittel für mehrere Baumaßnahmen im Haushalt festgeschrieben. Eine davon ist der Abschluss des neuen Hörsaal- und Seminargebäudes. Diese Maßnahme ist zwar nicht Bestandteil des Einzelplan 02, aber für den Campus Homburg essentiell. Die Große Koalition. Die Große Koalition hat mit dem Doppelhaushalt 2016-17 die Voraussetzungen für den Neubau des neuen Hörsaal- und Seminargebäudes am Campus Homburg geschaffen. Mit dem heute zu verabschiedenden Doppelhaushalt für die Jahre 2019-20 können die Baumaßnahmen voraussichtlich wie geplant abgeschlossen werden. Somit können die Studierenden und Lehrenden vor Ort bald in das lang ersehnte Gebäude zum kommenden Wintersemester 2019 einziehen. Das neue Hörsaal- und Seminargebäude soll die zentrale Stelle auf dem Campus werden, der Treffpunkt und die Anlaufstelle für Lehrende und Studierende. So etwas gab es bisher dort nicht. Die Einrichtung eines Simulationshospitals in diesem Gebäude ermöglicht den Medizinstudierenden eine praxisnahe Ausbildung. Denn für sie ist es von großem Vorteil, die Realität in einem Krankenhaus während des Studiums simulieren zu können. Zusätzlich zu den neuen Ausbildungsräumen wird es auch Räume für eine Bibliothek geben, welche zurzeit in der sanierungsbedürftigen Mensa untergebracht ist. Mit diesem Neubau wird damit endlich der räumliche Engpass aufgelöst. Eine weitere wichtige Baumaßnahme ist der Neubau der inneren Medizin. Der erste Bauabschnitt wurde am 23. November 2015 abgeschlossen und in Betrieb genommen. Der zweite Bauabschnitt ist seit vergangener Woche fertiggestellt. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten begann letzte Woche. Die Notaufnahme und der neue Hörsaal haben bereits geöffnet und die Gesamtbaukosten liegen bei rund 160 Millionen Euro. In diesem Gebäude sind nun 12 Abteilungen untergebracht, welche bisher über den gesamten Campus verteilt waren. Damit werden nun die Funktionsabläufe der inneren Medizin verbessert und es gibt zusätzlich noch 2 Hörsäle. Für die Rückzahlung des Darlehens stellen wir der UKS 2020 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Und ein letzter weiterer erwähnenswerter Punkt ist die tierversuchsfreie Forschung. Ich möchte noch kurz auf einen Antrag der Koalitionsfraktionen eingehen. Im Jahr 2020 werden wir den Betrag von 10.000 Euro für einen Forschungspreis unter dem Titel Tierversuchsfreie Forschung bereitstellen. Dieser Preis soll alle 2 Jahre von der Staatskanzlei und dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz vergeben werden. Die Zahlen zeigen uns, wie wichtig tierversuchsfreie Forschung ist. 2016 wurden mehr als 2 Millionen Tiere für Tierversuche eingesetzt.
Leider sind sie auch noch nicht völlig ersetzbar. Gerade in der medizinischen Forschung werden Tiere noch immer benötigt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium vergibt bereits seit 1980 den Preis für Tierschutzforschung. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Umso wichtiger ist es, dass wir im Saarland weitere Maßnahmen für den Tierschutz ergreifen und die tierversuchsfreie Forschung unterstützen. Meine Damen und Herren, in dem vorliegenden Haushalt sind wichtige Mittel für unsere Wissenschaft und Forschungslandschaft eingestellt. Sowohl an den saarländischen Hochschulen als auch in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird jeden Tag wertvolle Arbeit geleistet. Diese Arbeit müssen wir weiter unterstützen und mit den zusätzlichen Mitteln können wir sie auch voranbringen. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zum Einzelplan 02.